Willkommen zurück. Es war ein voller Tag. Viel zum Hören, viel zum Reden, viel zum Nachdenken. Und ich will noch mehr ermutigen, nehmt das Programmheft, schreibt es rein. Ihr müsst ja nicht alles mitschreiben, aber das, was jetzt im Kopf ist. Und wenn ihr jemanden getroffen habt, schreibt sonst eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer rein. Dann kann man später noch weiter quatschen. Wir möchten nämlich weitermachen. Ein Tag mit vielen Gedanken, Inspirationen. Ein Tag, wo Gott gewirkt hat, wo Gott gegenwärtig war. Und jetzt geht es in die letzte Runde. Ich möchte euch einladen, zur Ruhe zu kommen. Vielleicht ganz kurz nur die Augen zu schließen, bevor man einschläft. Nein, es ist ein voller Tag, da wird es manchmal, kommt das tief. Aber durchzuatmen, zur Ruhe zu kommen, sich zurückzulehnen und dann nochmal das Herz aufzumachen, die Ohren nochmal aufzumachen. Und dann hören wir Lieder von dir, Nelly. Vielen Dank dafür. Kennst du auch diese vielen negativen Stimmen in deinem Leben? Du kannst es nicht, es ist nicht gut genug, was hast du denn schon zu bringen? Und du schaffst es nicht, die anderen sind noch viel, viel besser und so. Ich könnte diese Liste ewig fortführen, oder? Wir sind da ziemlich gut darin, uns selbst zu kritisieren. Und ich finde, das kann einen ganz schön durcheinander bringen, vor allem dann, wenn es um bestimmte Entscheidungen geht. Bei mir war das ziemlich lange der Fall, dass ich nur auf diese negativen Stimmen in meinem Leben gehört habe. Und das hat mich wirklich sehr, sehr oft passiv gemacht. Und dann gab es aber wieder diese sanfte Stimme in mir, die gesagt hat, hey, da gibt es noch mehr für dich und trau dich doch. Und das ging die ganze Zeit so hin und her und irgendwann war ich so verwirrt und dachte, hey, welcher Stimme soll ich denn jetzt nun glauben? Und erst als ich wirklich bewusst in die Stille gegangen bin, flüsterte er, also Gott, sanft in mein Ohr und sagte, hey, meine Stimme ist nicht laut, meine Stimme ist leise. Du kannst mir vertrauen und ich bin mit dir. Sie sind so laut, diese Stimmen um mich her. Sie sagen mir, das ist richtig, das verkehrt. Hab diesem Lärm viel zu oft schon blind vertraut. Es ist so laut. Die Stimmen hier schreien mir ganz laut ins Ohr. In dem Tumult komm ich mir verloren vor. Ich höre viel, doch am Ende hör ich nichts. Alles zu laut. Ich zieh den Stecker raus. Ich schalte den Ton mal aus. Wenn du sprichst, dann seh ich klar, was bis jetzt verschwommen war. Wenn du sprichst, dann löscht sich aus, was mir meinen Frieden raubt, meine Seele oft bedrängt, was mein Herz gefangen nimmt, in ein falsches Muster zwängt. Wenn du sprichst, wenn du sprichst, dann seh ich klar. Dann seh ich es klar. Die Welt ist schrill, viel zu schnell und überdreht. Und ich steh Kopf, weiß nicht, wohin mein Weg mich führt. Da ist ein Zug, der mich in die Tiefe reißt. Dreh mich im Kreis. Ein Wort von dir wirkt oft unscheinbar und klein. Doch du haust mir wieder neues Leben ein. Bist nicht im Sturm, nein, du flüsterst sanft im Wind. Ich bin dein Kind.
was mir meinen Frieden raubt, meine Seele oft bedrängt, was mein Herz gefangen nimmt, in ein falsches Muster zwängt. Wenn du springst, dann seh ich klar, was bis jetzt verschwommen war. Wenn du springst, ja, wenn du springst, dann seh ich klar, dann seh ich es klar. Vielen Dank. Ja, in dem Moment, wo ich anfing, wirklich dieser Stimme in mir zu vertrauen und meine Zweifel beiseite werfen konnte, dann war das wirklich ein sehr befreiendes Gefühl. Es braucht natürlich sehr viel Mut, um seine Komfortzone zu verlassen. Aber wenn wir den Schritt wagen, wenn wir wirklich loslassen und loslaufen, dann lässt Gott uns auch wunderbare Dinge sehen und es öffnen sich neue Türen für uns. Und es ist auch nicht wichtig, schon alles perfekt zu können, oder wir müssen auch nicht alles wirklich verstehen, sondern es ist einfach wichtig, dass wir wirklich Glaubensschritte gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du auch vielleicht ähnlich denkst oder gedacht hast, aber mein Wunsch an dich ist es, dass du deine Gaben nicht einfach so liegen lässt, sondern dass du sie einsetzt und dass du dich auf den Weg machst. Die Wände hier, sie sind mir sehr vertraut. Ich schaue oft aus meinem Fenster raus und frage mich, wie es da draußen wohl so ist. Da ist es weit, hier drinnen viel zu eng. Ich bin es leid, dass ich hier alles kenne. Ich geh zur Tür und nimm die Klinke in die Hand. Ich hab zu lang nur auf die Chance gewartet. Doch jetzt ist Schluss, das nächste Level startet. Ich laufe los. Scheint mir viel zu groß, doch du bist hier. Lässt meine Hand nicht los, ich fasse Mut und schlag die Zweifel in den Wind. Ich blühe auf bei all der Schönheit hier, die mich umgibt, in der ich mich verliere. Am Horizont erwartet mich noch so viel mehr. Ich hab so lang nur auf die Chance gewartet. Doch jetzt ist Schluss, das nächste Level startet. Ich laufe los und fühle mich frei. Das Warten ist nun endlich vorbei. Drei Schritte vor und zwei zurück. Ist ganz egal, ich finde mein Glück. Ich geh ein Stück, Stück, Stück und such mein Glück, Glück, Glück. Schau nicht zurück, rück, rück, schau nicht zurück. Stück, Stück, Stück und such mein Glück, Glück, Glück. Schau nicht zurück, rück, rück, schau nicht zurück. Das, was ich will.
Vielen, vielen Dank. Gab es in deinem Leben auch Dinge, die du nicht verstanden hast? Vielleicht sind es Sorgen, Ängste oder auch Krisen, die manchmal so erdrückend sein können, dass uns so der Atem fehlt. Es ist die Krankheit eines Menschen. Es ist der Verlust eines Menschen, den du erlebt hast. Vielleicht hast du aber auch ganz viel Ablehnung und Mobbing in deinem Leben erlebt. Vielleicht sind es aber auch unerfüllte Wünsche, die dich echt traurig machen. In meinem Leben gab es auch Zeiten, die ich wirklich nicht verstanden habe. Ich hatte vor jedem Kind, das geboren wurde, hatte ich jeweils eine Fehlgeburt. Insgesamt waren es 3 Fehlgeburten. Und das war wirklich schwer für mich. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe sehr, sehr oft nach dem Warum gefragt. Herr, warum muss ich das immer wieder und immer wieder aufs Neueste erleben? Und manchmal zweifelte ich sogar an seiner Liebe zu mir. Und auch wenn ich jetzt die Antwort darauf nicht bekommen werde, warum all das passieren musste, so weiß ich trotz allem, dass er es gut mit mir meint. Und rückblickend kann ich auch wirklich sagen, dass er mich durch diese Zeit geführt hat und dass er mich nie verlassen hat. Ein ums andere Mal. Ich bin voll Freude losgelaufen, mit großen Träumen und Ideen. Ich wollte meine Welt erobern und blieb auf halbem Wege stehen. Ich wollte voller Freude leben, kam mit Enttäuschungen nicht klar. Sie waren wie unsichtbare Wände, sie kam mir viel zu früh zu nah. Ich finde keinen Sinn, weiß nicht mehr, wer ich bin, an diesem tristen Ort hier. Ich suchte ein Warum, Gott, warum bleibst du stumm? Ich habe keine Worte. Ein ums andere Mal hast du mich durchgetragen, durch alle meine Fragen. Losgelassen. In meinen dunklen Gassen. Leben ist ne Wundertüte, was darin steckt, zeigt erst die Zeit. Kann mir oft keinen Reim draus machen und fühl mich selten nur bereit. Noch kann ich dunkle Schatten sehen und noch vertreibt der Tag die Nacht. Ich spüre deine Sonnenstrahlen, so küsst du meine Seele wach. Ich lebe jetzt nach vorn, bleib vieles auch verworren. Ich finde meine Stimme. Hab mir ein Herz gefasst und such, was zu mir passt. Ich weiß, woher ich komme. Alle meine Fragen.
meinen dunklen Gassen. Ein ums andere Mal hast du mich durchgetragen, durch alle meine Fragen. Losgelassen. Du hast mich nie verlassen. Hey, du bist so still. Die ganze Zeit noch nichts gesagt. Hey, geht es dir gut? Oder schweigst du, weil dich keiner fragt? Soll ich noch ein bisschen warten, bis ich wieder etwas von dir höre? Ich kann leider nicht erraten, ob's dir hilft, wenn ich dich jetzt mal störe. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, du bist nicht allein. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, wenn die Seele weint. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Ich gern für dich da. Hey, ich kenn das gut. Manchmal tut das Leben einfach weh. Hey, lass doch mal hören. Ich will wissen, wie es dir wirklich geht. Klar ist es okay zu schweigen. Nimm dir gerne alle Zeit der Welt. Du musst niemand was beweisen, doch ich spür genau, dass dir was fehlt. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, du bist nicht allein. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, wenn die Seele weint. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Du kannst alles mit mir teilen. Ich kann schweigen wie ein Grab. Lese zwischen deinen Zeilen. Und ich schüttel dich nicht ab. Nein, ich schüttel dich nicht ab. Hey, ich kenn das gut. Manchmal tut das Leben einfach weh. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, du bist nicht allein. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist okay, wenn die Seele weint. Wenn du mich brauchst, dann bin ich gern für dich da. Ich bin für dich da. Vielen, vielen Dank. Ja, beim nächsten Song wurde ich inspiriert von einem berühmten christlichen Autor, der hieß Zig Ziglar. Und er sagte folgendes Zitat: Es geht im Leben nicht darum, zu warten, bis der Sturm vorüberzieht.
sondern es geht darum, zu lernen, im Regen zu tanzen. Und dann dachte ich, wow, da muss man mal einen Song drüber schreiben, weil genau so ist es. Wenn ich nämlich nur auf die Stürme meines Lebens schauen würde, dann wäre das ein ziemlich trauriges und auch angsterfülltes Leben. Aber ich entscheide mich dafür, loszulassen. Ich lasse das hinter mir, was vielleicht nicht so toll war. Ich entscheide mich dafür zu leben und das voller Freude. Und ich fokussiere mich auf das Gute in meinem Leben. Und ja, das wünsche ich dir einfach, dass du durchs Leben tanzt. Ich dreh mich hier im Kreis in dem Gedankenlabyrinth, schließe meine Augen ängstlich wie ein Kind. Dann hör ich dich leise sagen, ich kann dich gut verstehen. Ich fass Mut und lasse los, spür die Freiheit, kann wieder atmen, neue Freude macht sich breit. Doch es macht mir gar nichts aus, wenn der Regen aufhört, kommt die Sonne raus. Und mit jedem ihrer Strahlen lachst du mir ins Gesicht. Ich fass Mut und lasse los, spür die Freiheit, kann wieder atmen, weil du meine Grenzen sprengst. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie schön es ist, hier zu sein und so viele wunderbare Gesichter zu sehen. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon zum letzten Song gekommen und ich wollte kurz die Gelegenheit nutzen und mal hier die zwei Männer vorstellen. Wie fühlt ihr euch eigentlich so unter den ganzen Frauen? Geht's euch gut? Fühlt euch wohl, oder? So, ne? Also am Keyboard der wunderbare Quentin Vogel. Und am Schlagzeug haben wir den starken Aaron Stark. Ja, eine kleine Anmerkung noch nach dem Konzert. Wenn das vorbei ist, dann findet ihr mich hier draußen an meinem Banner. Da dürfen wir, wenn ihr wollt, lasst uns gerne ins Gespräch kommen. Da gibt es noch ein paar Flyer. Dürft euch auch für Newsletter anmelden, weil die CD ist auf dem Weg. Sie ist in den letzten Zügen. Und wer an einer CD interessiert ist, der darf sich gerne eintragen. Ansonsten findet ihr Infos
auf Insta, YouTube. Da gibt es auch meine Musik bereits zu hören. Ihr dürft mir gerne auf Spotify, YouTube folgen. Das hilft mir immer sehr, sehr gut. Und genau. Ja, zum letzten Song wollte ich noch kurz was sagen. Ich würde jetzt heute auch nicht hier stehen, wenn ich nicht einen Mann hätte, der mich da voll und ganz unterstützt und der jetzt auch zu Hause mit unseren Kindern ist. Und ich glaube, das ist mein größter Supporter, der immer all die Jahre gesagt hat, willst du denn nicht endlich mal aus deiner Komfortzone raus? Und willst du nicht endlich mal was machen und so? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, dann hat er wahrscheinlich auch einen Song verdient. Oder was meint ihr? Ich denke auch, ne? Seit wir uns haben. Ich muss nicht mehr um die Häuser ziehen, weil wir unseren Weg gemeinsam gehen. Seit wir uns haben. Ich verbring mit dir jetzt Tag und Nacht, hab sie durchgemacht, auch mal durchgelacht. Seit wir uns haben. Hab versprochen, dass ich mit dir geh, dass ich auch am Tiefpunkt zu dir steh. Seit wir uns haben. Weil du alle meine Schwächen kennst und mich trotzdem deine Traumfrau nennst. Seit wir uns haben, ich weiß, was ich will. An guten wie an schlechten Tagen. Ich will dich durch dick und dünn auf meinem Herzen tragen. Ich weiß, was ich will. Und zieh mich an Lebenslagen. Ich würde immer, immer wieder Ja zu dir sagen. Computer hängt, ich raste aus, doch ein Retter ist gleich hier im Haus. Seit wir uns haben, weil ich penne, fällt die Tür ins Schloss, hab uns ausgesperrt, doch du magst mich noch. Seit wir uns haben, und ich nenn dich meinen besten Freund, denn ich hab mich dir ganz anvertraut. Mädchen schauen zu dir auf, unser Kleiner nimmt dich gern in Kauf. Seit wir uns haben, ich weiß, was ich will. An guten wie an schlechten Tagen. Ich will dich durch dick und dünn auf meinem Herzen tragen. Ich weiß, was ich will. Ich würde immer, immer wieder Ja zu dir sagen. Vielen, vielen Dank. Ach Mensch, ich finde es so schön, hier zu sein. Ich finde, ihr seid einfach so, so tolle Frauen und ich muss sagen, ich hätte am liebsten mit jeder Frau einen Kaffee getrunken, um euch persönlich kennenzulernen, zu wissen, wer ihr seid, was ihr toll findet, wo ihr kommt und ja, ich finde es echt, das wird immer schade, dass man so wenig Zeit, also ich habe jetzt so wenig Zeit gehabt, euch persönlich kennenzulernen, aber ein andermal und spätestens oben, ne, in der Ewigkeit. Aber eine Frau habe ich gerade kennengelernt in meinem Gebetsseminar, sie war gerade auch in meinem Seminar. Und danach kam sie jetzt gerade zu mir und hat gesagt, es ging um das Thema unter anderem im Gebet kämpfen. Manchmal müssen wir im Gebet kämpfen, um Wunder zu erleben. Manchmal müssen wir
auf die Knien gehen und Tag für Tag kämpfen, um Wunder einfach zu erbeten und zu erkämpfen bei Gott. Und gerade eben kam die wunderbare Anne zu mir und sie sagte zu mir, hey Nelly, ich habe 55 Jahre meines Lebens für meinen Ehemann gebetet, dass er Jesus kennenlernen kann. 55 Jahre meines Lebens. Und drei Wochen, Anne, ich hoffe das ist richtig, 3 Wochen bevor ihr geliebter Ehemann gestorben ist, hat er Jesus Christus in sein Leben eingeladen und ist mit dem Herrn heimgegangen. Wunderbar. Yes. Und das ist einfach so wunderbar. Wir feiern einfach Gott, der das Wunder erhört hat. Und wir feiern auch dich, Anne, die 55 Jahre für ihren Mann gebetet hat. Das ist wirklich ein Riesenvorbild. Und auch für uns alle, dass wir sagen, hey, lass uns für ihre Ehemänner beten, für unsere Ehemänner einstehen im Gebet. Ganz egal, ob das um das Anliegen geht oder um andere Themen. Lass uns für unsere Männer beten, so wie auch Anne das getan hat, die uns darin ein Vorbild geworden ist. Und Gott hat ihr Gebet erhört und hey, er möchte auch unsere Gebete erhören. Also lass uns im Gebet kämpfen und yes, Anne, du bist super toll. Ich feiere dich so sehr. Genau, alle Ehre Gott. Also wenn ihr die Chance habt, nochmal Anne kennenzulernen hier, ihr werdet es total genießen. Es werden schöne Minuten sein. Ich habe es total genossen. Und genau das ist es eben auch, worum es auch bei diesem Thema ging, nachhaltig leben. Ein nachhaltiges Leben zu führen bedeutet, die kleinen und die großen Dinge zu tun aus Liebe zu Gott. Und diese Dinge werden bleiben für die Ewigkeit. Jedes Gebet von der Anne wird bleiben für die Ewigkeit. Ich bin mir sicher, dass sie im Himmel überrascht sein wird, wie groß ihr Segensgarten ist, den Jesus für sie angepflanzt hat, wo all diese Schätze einfach aufgeblüht sind, wo sie einfach erkennen kann, wie diese Frucht aufgegangen ist, die sie in ihrem Leben gesät hat. Durch so viele liebevolle Gebete, durch so viele liebevolle Taten ist eine Frucht entstanden. Und das wird ewig bleiben. Wir werden uns ewig darüber freuen, über die Schätze, die wir auch gesammelt haben, über das, was ja, die Segensspuren, die aufblühen werden. Es wird ein Fest werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und es wird wunderschön werden. Deswegen möchte ich heute ermutigen mit diesen Worten. Verschenke dich voller Liebe in das, was ewig bleibt. Verschenke dich voller Liebe in die Dinge, die ewig bleiben werden. Es gibt Dinge, die wir in unserem Alltag tun können, die ewig bleiben werden. Ich glaube, das Meckern oder das Unfreundlichsein oder das einfach lustlos und auch ohne Motivation durch den Alltag zu gehen. Das sind Dinge, die, glaube ich, nicht ewig bleiben werden. Die Schätze sind das, wo wir voller Liebe Dinge tun, die einfach für ewig, ja, ewig aufblühen werden. Und das sind manchmal große und kleine Dinge. Ich habe früher immer gedacht, dass die wirklich großen Dinge sehr entscheidend sind. Also um echte Segensspuren zu hinterlassen, müsste ich auf jeden Fall nach Afrika auswandern, um Missionarin zu werden. Oder nach Sibirien. Oder ich müsste irgendwas ganz Krasses, Verrücktes machen, um große Segensspuren in meinem Leben hinterlassen zu können. Und als ich dann das angefangen habe, Bücher zu schreiben und zu sprechen, habe ich gedacht, ja, das ist auch schon ganz cool. Das könnte auch schon eine große Segensspur werden. Und tatsächlich, was ich damit sagen möchte, ich habe diese Berufung wie so eine Trophäe teilweise behandelt. Weil ich dachte, Gott, was ist meine Berufung? Und als ich sie hatte, habe ich gedacht, yes, ich habe eine Mega-Berufung. Ich liebe sie, ich mag sie, sie ist so toll. Und Achtung, sie hat sich teilweise zwischen mir und Jesus gestellt. Ich habe diese Berufung manchmal mehr geliebt als meinen Herrn. Ich fand das so toll, Autorin plötzlich zu sein. Das hat mir manchmal die Augen versperrt zu Jesus Christus, der die Liebe meines Lebens ist und für immer sein soll. Ich habe teilweise angefangen, das Bücherschreiben mehr zu lieben als Jesus Christus selbst. Und dachte, dass die Berufung, das ist das große Ding, darauf kommt es an. Ich durfte darüber Buße tun, weil ich verstehen durfte, Gottes Reich funktioniert nicht so. Die Menschen, die vorne stehen und irgendwas Großes scheinbar machen, das werden nicht die Ersten sein im Himmelreich. Die Menschen, die scheinbar auf den ganzen Prospekten und Traktaten abgebildet sind, als die großen Glaubenshelden, sie sind nicht größer oder besonderer als du und als ich. Es sind nicht die großen Dinge, die für Jesus eine ganz große Rolle spielen, sondern all die Dinge, die wir voller Liebe für den Herrn tun. Und da spielt es keine Rolle, was es für, wie das heißt, ob das Missionsdienst in Afrika ist oder ob das einfach Nachbarschaftstreffen ist,
Ob das auch heißt, mit den Kindern zu spielen, ob das heißt, eine Freundin zu ermutigen. Die kleinen Dinge sind groß in Gottes Reich und die großen Dinge sind auch klein in Gottes Reich. Diese Relevanz, die oder diese Unterschied, wie wir es Menschen oft machen, das zählt in Gottes Reich nicht. Da funktionieren Dinge anders. Ich durfte lernen, die kleinen Dinge in meinem Leben wertzuschätzen und zu begreifen, dass das echte Segensspuren hinterlassen können. Und so habe ich angefangen, plötzlich, wo ich das verstanden habe, mit meinen Neffen jede Woche Zeit zu verbringen. Vorher war ich ja die busy Tante, die ja keine Zeit hat. Plötzlich habe ich gedacht, sag mal, geht's noch? Diese zwei Jungs, ich kann mit denen Zeit verbringen und ich darf sie prägen als Tante. Wie schön ist das denn? Und ich durfte anfangen, mit ihnen Zeit zu verbringen. An einem Tag saßen wir Sandkasten-Spielplatz. Man merkt, dass ich keine Mutter bin. Ich bin sehr selten auf dem Spielplatz. Aber einmal war ich mit den beiden Jungen auf dem Spielplatz im Sandkasten. Das passt dann auch. Und wir haben so kleine Ananas-Törtchen gebacken zusammen, ne? Und hatten einfach einen Heidenspaß da. Das war wirklich wunderbar. Dann haben wir angefangen, ein kleines Blumenbeet anzusetzen und haben da so viel Freude gehabt bei dem Reinsetzen und noch eine Blume rein. Und wir hatten eine so tolle Atmosphäre, so viel Spaß gehabt. Und danach haben wir noch viele lustige Dinge gemacht. Ich sag mal, mit den Jungs werde ich so richtig crazy, so kennt mich keiner, aber mit denen kann ich einfach Faxen machen und ich darf einfach auch mal das Kind in mir rauslassen. Und es ist wirklich wunderschön, mit den Jungs Zeit zu verbringen. Und ich glaube, diese Dinge sind nicht verschwendet. Das ist nicht weniger wertvoll, als wenn ich jetzt hier stehe oder ein Buch schreibe. Das alles, was ich aus voller Liebe für Jesus mache, sind Dinge, die für ewig bleiben werden. Jesus freut sich, dass die Jungs Spaß haben und dass ich mit den Jungs über Jesus sprechen kann, dass ich mit ihnen beten kann. Das ist doch entscheidend, das ist doch wertvoll in Gottes Reich. Das sind doch die kleinen Dinge, die so groß sind für Jesus, weil er die Jungs so sehr liebt. Und er sich freut, dass die Jungs auch Zeit mit mir als Tante verbringen können. Und diese kleinen Dinge sind so kostbar. Ich habe früher gedacht, ihr lernt mich jetzt gerade kennen, viele Gedanken über mich. Ich habe mir so gedacht, ach ja, kleine Ermutigungsgeschenkchen hier und da, hier eine Tüte, hier nochmal, hier gute Besserung. Das ist ja nett, aber so wichtig ist es jetzt auch nicht. Können ja die anderen machen nach dem Motto. Und irgendwann war ich selbst in der Situation, dass ich 3 Wochen eben Corona hatte. Ich war damals auch allein zu Hause, weil der Christian auch gerade in Zeiten seiner Krankheit weg war. Und in der Zeit war ich 3 Wochen zu Hause und mir fiel die Decke auf den Kopf fast. Und plötzlich habe ich sowas Wunderbares erleben dürfen. Manchmal war eine Postkarte in meinem Briefkasten. Manchmal eine liebe WhatsApp-Nachricht. Mal hat jemand einfach für mich gebetet und mir das geschrieben, ich bete für dich. Mal stand ein Essen vor der Tür. An einem Tag stand das Ehepaar, also unser Pastoren-Ehepaar vor dem Fenster und ich habe das aufgemacht und die haben mir fröhlich zugesungen, don't worry, be happy. Es war so ein schöner Moment, weil ich habe die Überraschungstüte vor der Tür stehen gehabt, mal ein Geschenk, also mir kam so viel zugeflogen von vielen Glaubensgeschwistern aus meiner Gemeinde, so viele Präsentchen und WhatsApp-Nachrichten und Voicemails, dass mir fast schwindelig geworden ist. Es war so viel an einer Segensflut. Und ich dachte, wow, diese kleinen Dinge, scheinbar kleinen Dinge, sie sind so wertvoll für mich gerade. Sie haben mir den Blick auf Jesus ausgerichtet. Sie haben mich getröstet. Ich habe mich getragen gefühlt. Ich war nicht alleine. Da waren so viele, die mir mit mir das ausgehalten haben, diese Zeit. Und ich habe mich geliebt gewusst und von meiner Gemeinde getragen gewusst, von dieser tollen Gemeinde, die hinter mir steht, auch in diesen 3 Wochen, wo ich einfach zu Hause krank war. Diese kleinen Dinge sind so entscheidend. Unsere Jahreslosung heißt ja auch so wunderbar, alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und denn, wie ich gerne fortsetzen möchte, Liebe ist das, was ewig bleibt, wie es in 1. Korinther 13, Vers 13 heißt. Liebe ist das, was ewig bleibt. Alles, was wir voller Liebe für andere Menschen tun, das wird ewig bleiben. Und ich erzähle diese Geschichten einfach, um dich und auch um mich daran zu erinnern, wie wertvoll diese kleinen, vermeintlich kleinen Dinge sind. Manchmal denken wir, wir müssen große Dinge tun in Gottes Reich, um einen Unterschied zu machen. Wir müssen irgendwas heftig Verrücktes machen, irgendwie unsere Berufung bitte finden, endlich mal unseren Dienstbereich in der Gemeinde finden. Wir wissen nicht, wo unser Platz ist, wo unsere Begabungen sind und denken, wir müssen das erst finden, um wirklich fruchtvoll in Gottes Reich zu sein.
Aber das ist nicht die Wahrheit. Diese kleinen Dinge, die wir voller Liebe für den machen, die werden ewig bleiben. Sie machen einen Unterschied. Ob du für jemanden betest oder ob du dein Haus aufmachst, ob du einfach zuhörst, ob du einfach da bist, ob du spendest, all das ist entscheidend und all das ist Gottes Reich, diese kleinen, vielen, kleinen Dinge, die wir so tun. Eines Tages, wenn ich noch Zeit für eine kleine Geschichte habe, ein Tag war es auch so, dass meine Schwägerin und ich, wir waren damals uns nicht ganz so grün, muss ich sagen. Wir waren sehr unterschiedlich und das war irgendwie nicht so einfach in unserer Freundschaft. Heute, Gott sei Dank, hat sich das total verändert. Gott hat ein ganz großes Wunder gemacht. Also es ist auch möglich, dass Freundschaften wiederhergestellt werden und auch Beziehungen wiederhergestellt werden. Und dann an diesem einen Tag wusste ich, dass sie für ein Wochenende wegfährt, weil es ihr dann nicht so gut ging in der Zeit. Und ich hatte voll diesen Impuls, hey, pack hier eine ermutigende Tüte, eine Ermutigungstüte. Und ich habe gedacht, naja, so wichtig ist es ja vielleicht auch nicht. Doch, ich habe gemerkt, doch, es ist wichtig, pack hier eine Ermutigungstüte. Und das ist halt nicht so ganz meine Begabung, aber ich habe mir eine kleine Tüte genommen, habe überlegt, was tue ich denn da jetzt rein? Ja, vielleicht ein bisschen Schokolade, vielleicht einen Apfel, noch eine Karte geschrieben. Und dann hatte ich den Impuls, irgendwas noch für die Seele reinzutun. Irgendwas zum Lesen, irgendwas Gutes, was an Gott erinnert, irgendwas Gutes. Ich wusste nicht was. Und ich habe oben so eine Ecke bei uns im Haus mit ganz vielen Büchern. Da ist ganz viel, was da so rumsteht. Zum Leidwesen meines Mannes. Aber das ist halt wichtig, Bücher brauchen einen Platz, das ist halt auch wichtig. Und da habe ich überlegt, boah, was könnte ich denn da rein tun? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade brauche. Und dann fiel mein Blick auf ein Magazin, das heißt Frei sein. Und ich dachte mir so, oh nee, Jesus, bitte nicht das, das ist so schön, ich möchte das nicht abgeben. Und da habe ich das Gefühl, doch, das muss in die Tüte rein. Ich so, okay, ich kann es ja ausleihen, danach möchte ich es ja wieder zurückhaben. Da habe ich gehört, nein, du gibst es bitte ganz ab. Okay, ich habe die Tüte reingetan, bin mit nassen Haaren ganz schnell, bevor sie zum Wochenende aufgebrochen ist, zu ihr nach Hause gefahren, stand dann vor ihrer Haustür mit nassen Haaren, hier die ermutigende Tüte für dich. Sie guckte mich ganz verdattert an, aber hat sie angenommen. Und dann bin ich heimgefahren. Nach dem Wochenende erzählt sie mir, ich hatte überlegt, was will ich mir zum Lesen mitnehmen. Ich brauchte ja irgendwie Hoffnung und Ermutigung. Und ich wusste nicht, was ich lesen sollte. Und dann standst du da mit der Tüte und ich habe das Magazin gelesen. Und das Wochenende über hatte ich das Gefühl, das Magazin hätte Gott persönlich für mich geschrieben. Jede Seite, jede Zeile hat sich in mein Herz geschrieben. Das war die Hoffnung, die ich gebraucht habe. Und sie hat Jesus einfach neu erfahren durch dieses Magazin, durch das Lesen und wurde so erfrischt durch seinen Geist und durch diese Gegenwart, die Gott ihr geschenkt hat. Durch diese ermutigende Tüte, die ich schnell auf den letzten Drücker mit Gottes Hilfe gepackt habe. Und das ist es doch. Diese kleinen Dinge, die wir tun, können einen bleibenden Wert hinterlassen. Und es wäre so wunderbar, wenn wir wieder wach werden für die Stimme, diese sanfte Stimme, die uns auch Aufträge gibt oder der Heilige Geist, der uns sagt, hier, pass mal auf, da braucht jemand Ermutigung. Lad doch die Person mal ein. Lass uns doch wieder sensibel werden für das, was dran ist für uns. Und diese Sache nicht wegwischen von wegen, so wie ich es auch oft gemacht habe, ach, das ist ja nicht so wichtig. Lass uns wirklich hinhören, hellhörig werden und diese kleinen Aufträge, die uns zugeflüstert werden, ergreifen und am Schopf fassen und sie umsetzen. Und Gott möchte daraus was Wunderschönes aufblühen lassen. Menschen, die Ermutigung bekommen, neu gestärkt werden. Auch vielleicht Menschen, die Heilung erleben, weil wir gebetet haben. Menschen, die plötzlich in unserer Gemeinde ein neues Zuhause finden, weil wir wirklich für sie da gewesen sind. Und was auch immer dir zugeflüstert wird durch den Heiligen Geist, hör genau hin und nimm das einfach auch an. Und dann geh mit Gottes Kraft und seinem Segen einfach in diese Aufträge hinein, die dir geschenkt werden, die dir gegeben werden. Wir alle sind gemeint, wenn es heißt, dass wir Boten sind, die einfach Gottes Liebe in die Welt tragen dürfen. Wir alle sind es, die gemeint sind, wenn es heißt, dass wir Gottes Reich bauen sollen, nach seinem Reich trachten sollen. Wir alle sind gemeint, diese wunderbare Botschaft von Jesus Christus in die Welt hinauszutragen, durch Taten und durch Worte, durch kleine Geschenke, durch einfach unsere Gegenwart, die einfach da ist, wo wir einfach zuhören, durch Blicke. All das kann Gott gebrauchen, wenn wir es aus voller Liebe tun. Und tatsächlich, mein neues Buch heißt ja Nachhaltig Leben. Und kurz bevor
das Buch erschienen ist. Ich habe das ja meiner wunderbaren Oma Helene gewidmet. Ich habe reingeschrieben, für meine Oma Helene, danke für die ewigen Spuren, die du in meinem Herzen hinterlassen hast und wir sehen uns bei Jesus wieder. Und ich bin kurz vor dem Erscheinen nochmal dahin gefahren, zum Friedhof, wo ich schon lange nicht gewesen bin. Und ich dachte, ich will einfach nochmal ganz kurz innehalten und über meine Oma nachdenken, auch dort. Und ich war gespannt, was es mit mir machen wird, ob ich sehr traurig werden würde oder welche Emotionen ich da bekommen werde. Und so stand ich einfach da vor diesem Grab und habe einfach in mir eine ganz große Dankbarkeit gespürt. Dankbarkeit für dieses unglaublich wunderbare Leben, das voller Liebe getrieft hat, was voller Liebe für Jesus war und voller Liebe auch für uns Enkelkinder und unseren Familien. Und mir war es, als würde meine Oma mir sagen, also hat sie in dem Moment nicht gesagt, aber ich hatte den Eindruck, dass Gott mir es auch vielleicht so geschenkt hat, diese Ermutigung, hey Nelly, mein Leben ist gelebt, meine Segensspuren sind geschrieben worden, jetzt bist du an der Reihe. Now it is your time, es ist dein Leben, wo du voller Liebe leben darfst und viele Segensspuren hinterlassen darfst. Hey, es ist deine Zeit, aufzustehen und Segensspuren zu hinterlassen voller Liebe, in kleinen und in großen Dingen, solange wie du atmen kannst. Hast du einen Auftrag hier? Du darfst Gottes Liebe in die Welt hineintragen, durch kleine und große Dinge. Und das alles wird aufblühen in der Ewigkeit. In der Ewigkeit werden wir gemeinsam mit vielen anderen Gläubigen sehen, was passiert ist, wie Gott unsere Segensspuren aufgeblühen gelassen hat. Es wird ein Fest werden, der ganz besonderen Art. Ein Fest der Freiheit, der Leichtigkeit, des Glücklichseins einfach. It is done, well done. Und wir werden gemeinsam feiern, das, was passiert ist. Durch Jesu Kraft, der in uns alle lebt und der in uns alle wirkt und der durch seine Liebe hinaus einfach in unserem Leben Segensspuren auch hinterlassen kann, wenn wir es zulassen. Und dafür wünsche ich dir wirklich Gottes ganz, ganz reichen Segen. Und ich möchte jetzt gerne nochmal für uns alle beten. Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass du so ein wundervoller Gott bist. O Herr, wir sind so dankbar dafür, dass wir dich haben, dass du gegangen bist, dass du dein Leben losgelassen hast, dass du gekreuzigt worden bist, damit wir leben dürfen, Jesus. Das Leben in Fülle, das wir in dir finden, es ist so kostbar, es ist so wertvoll, es ist so klar und so voller Schönheit. Da liegt so viel Segen drin, Jesus, so viel Kraft, so viel Liebe, Gott. Und das alles nur, weil du es getan hast, weil du dein Leben losgelassen hast, damit wir heute leben können. Gott, ich danke dir für jeden, der heute hier ist. Ich danke dir für jedes einzelne Leben, das du einfach auch ja, zum Leben erweckt hast. Ich danke dir für jede einzelne Frau und für jeden einzelnen Mann, der auch heute hier ist, an der Technik oder als Musiker. Ich danke dir für jeden Einzelnen und ich bete einfach Gott, dass du richtig große Segensspuren hinterlassen lässt auch in unserem Leben, Herr, dass du uns Mut gibst, loszulassen, unser Samenkorn immer wieder neu in deine Hände hineinzulegen und darauf zu vertrauen, dass du es aufblühen lassen wirst. Vater, schenk uns dieses tiefe Vertrauen, dass du gut bist und dass du nur Gutes im Sinn hast, dass du nur guten Segen auch fließen lassen möchtest durch unser Leben hinaus, zu vielen anderen Menschen, die dich auch noch nicht kennen, aber die dich kennen sollten, weil du der Allerbeste bist, weil du der König bist, weil du groß bist, weil du der Retter bist, Jesus, und weil du uns den Weg nach Hause zeigst, zu unserem geliebten Vater, der sagt, ich habe dich je und je geliebt. Deswegen habe ich dich hingezogen aus lauter Liebe. Vater, danke, dass wir dich kennen dürfen, dass wir dich immer tiefer kennenlernen können. Danke für dein Vaterherz, das so voller Liebe für uns ist, Jesus. Danke, dass wir mit dir in Verbindung sein dürfen und für ewig leben dürfen. Danke, einfach nur danke. Amen. Lasst uns doch aufstehen fürs letzte Lied. Ich sehne mich nach einem Ort, wo alles Leid ein Ende hat. Denn was ich mit den Augen sehen, kann meine Seele nicht verstehen. Ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf jedem noch so schweren Weg
schau ich auf das, was nie vergeht. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele Es ist schon viele Jahre her. Für mich gefühlt eine Ewigkeit, weil es vor meiner Zeitrechnung war. Esther Sieler. 2005 war sie das erste Mal auf dem Frauentag. Gibt es noch jemand, der sich daran erinnert, dass er damals da war? 2005? Wenige. Ah, jetzt kommen mehr. Also ihr habt deutlich mehr erlebt als ich. 2005 war sie das erste Mal mit dabei. Von 2007 haben wir ein Bild von ihr. Das ist das linke Bild. Sie war damals im Musikteam. Da hat sie mitgesungen, mitmusiziert. Dann später, 2010, kam sie als Moderatorin dazu. Dieses Bild ist 2013 entstanden. Die Dame nebendran ist Helga Hartmann, meine Vorgängerin. Und seit 2007 gehört sie zum Team, die diesen Frauentag vorbereitet. Esther, du darfst zu uns kommen. Ich habe es heute Morgen gesagt, du würdest dich wahrscheinlich gern klonen, damit du all das, was dir auf dem Herzen liegt, machen könntest. Gute Idee. Leider geht das noch nicht.
Sonst würden wir dich klonen und auf jeden Fall bei uns im Team behalten. Weil vielen Dank für alles, wo du dich hier mit eingebracht hast. Alles, wo wir gegenseitig uns unterstützt haben. Wo ein, das hast du eigentlich vergessen, aber ich sag's noch schnell, wo das sehr gut getan hat. Für deine Gedanken, Ideen und alles, was du auch bei uns in unserem Team Frauen unterstützt hast. Vielen herzlichen Dank. Wir haben ein bisschen Männertag mit auf die Bühne gebracht, aber deswegen bist du nicht da. Du darfst. Ja, ich bin Mitglied im Vorstand des Liebenzeller Gemeinschaftsverbandes, bin auch fürs Frauenteam verantwortlich. Und ja, ich darf jetzt vom Vorstand ein Danke sagen. Vorweg zu diesen Bildern, die wir gerade gesehen haben. Ich finde es schon cool. 2005 in der Band, 2007 moderiert. Ich habe 2005 in der Männertag-Band gespielt und dann moderiert. Also das verbindet uns. Das muss man schon mitbringen, gell? Das muss man mitbringen, genau. Was ich leider nicht mitbringen kann, was Esther mitbringt, mir fehlen 4 Muskeln im Mund, die nötig sind, um Hochdeutsch sprechen zu können. Also das habe ich immer wieder bewundert. Esther ist auch unsere First Lady, sie ist verheiratet mit dem Vorsitzenden. Jetzt weiß ich nicht, wenn man so moderiert, das ist ja nicht nur die Moderation, da sind Wochen vorher, wo man fiebert, bibbert, was wird klappen, dann fallen Mitarbeiter aus, wie kriegen wir das alles hin? Der Stress fällt jetzt alles weg. Also nächstes Jahr vor dem Frauentag, du sitzt abends rum, was soll ich machen? Ja, genau. Ich habe nichts. Esther, ich hätte eine Idee. Also wenn dir gar nichts mehr einfällt, dann schneidest du einfach deine Martin die Fußnägel. Und dann darf ich dir hier vom... Nein, halt, wir machen es anders. Es gibt jetzt erstmal vom Frauenteam noch etwas sehr Schönes, ein Körbchen mit... Dankeschön. Sachen, die Frauen lieben. Und ich darf dir auch noch vom Teilvorstand, also deinen Mann haben wir da jetzt außen vor gelassen, einen Gutschein geben im Gasthaus unseres Vertrauens. Da dürft ihr zwei euch es gut gehen lassen. Herzlichen Vielen Dank. Vielen Dank für deinen Vielen starken Dank. Einsatz. Vielen Dank. Vielen Dank euch, liebes Team Frauen, Team Frauen. Wir heißen jetzt ein bisschen anders. Früher war es der Arbeitskreis Frauen. Aber Team Frauen klingt cool. Das ist, macht weiter so. Team Frauen, vielen Dank euch fürs Planen, für alles Planen, Mitdenken, für alles Anpacken. Vielen Dank euch für alles Beten, für alles Kreativsein, für alles Unterstützen. Macht weiter so. Große Dinge und kleine Dinge. Mit Gott für uns Frauen. Ich bleibe mit euch verbunden, aber nun nicht mehr in der ersten Reihe. Dankeschön. Danke dir. Wir sind mitten im Dankesagen. Und damit das jetzt zeitlich ein bisschen schneller geht, ich sage, wenn wir applaudieren, dann geht es ein bisschen flotter. Wenn wir es nach jeder Person das machen, dann sitzen wir um 18 Uhr noch hier. Ich glaube, das will keiner. Liebe Nellies, ihr dürft noch mal hochkommen und deine zwei Jungs darfst du natürlich mitbringen. Vielen Dank euch. Danke für eure Authentizität, euer Ehrlichsein auf Deutsch, für eure Leidenschaft. Für eure Worte. Danke für euer Kommen, euer Hiersein. Und auch ihr bekommt ein kleines Geschenk, natürlich ihr auch. Und jetzt darf man applaudieren. Vielen Dank. Aber
Aber ich möchte auch noch mal ganz kurz sagen, auch von uns beiden und auch den beiden jungen Herren, auch noch mal herzlichen Dank auch an dich, Elissa, und auch an Rahel stellvertretend und auch an dich, Esther, für eure Gastfreundschaft, auch für uns, dass ihr uns eingeladen habt, dass ihr die Türen aufgemacht habt. Ich kannte Liebenzeller noch nicht so richtig gut, aber ich muss sagen, jetzt würde ich sagen, mega toll. Es lädt ein zum Wiederkommen, es macht einfach Freude. Danke auch für euch, für die ganze Arbeit und all das. Sehr gerne. Genau. Das tut gut. Danke auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich zähle nicht alle Jobs auf. Man sieht sie an manchen Stellen haben hier Leute geschuftet, wo man es gar nicht sieht. Viele haben Zeit investiert, damit das heute so gelingen kann. Danke dafür. Danke auch an Marc Bauer, der im Hintergrund geguckt hat, dass das Essen rechtzeitig da ist. Ich finde, eine Moderation ist super, aber wenn man Hunger hat, halt nicht mehr. Deswegen danke auch da und allen, die dort geholfen haben, die dort fleißig sind. Danke an Sigrid Rüth, die wieder die Deko hier so wunderschön gemacht hat. Es entspricht überhaupt nicht meiner Begabung. Und ich bin so froh, dass sie das macht. Und sie sagt auch, ich bin so froh, dass du moderierst. Es wäre sonst ganz anders. Und wir danken auch der Bäckerei Ziegler, die Kuchen und auch die den Snack am Anfang gesponsert hat. Auch dafür danke. Und mein letztes Danke gilt unserem Gott. Er hat heute ganz viel gemacht. Ich glaube, er war fast mit am beschäftigsten, in die Herzen hineinzureden, die Leute zu begleiten, Bewahrung zu schenken, dass ihr alle hier seid. Und darum bitte ich auch, dass er Bewahrung weiter beibehält, dass ihr alle wieder gut heimkommt. Dass er heute so viel hat klappen lassen. Ich bin davon immer wieder neu überwältigt, was für ein Segen an diesem Tag passiert. Darum auch danke Gott dafür. Jede Menge so guter Impulse heute. Es gibt CDs von diesem Tag, von heute Morgen, von heute Mittag, von dem Seminar. Im Foyer dürfen Sie gleich mitnehmen mit ein bisschen Geduld. Es gibt ab 17 Uhr die Möglichkeit, den ganzen Frauentag zu hören auf YouTube. Es gibt wunderschöne Bilder, hoffentlich jede Menge. Schaut rein. Nächste Woche, Männertag, Freitag, Samstag, gerne einfach noch eine Einladung mitnehmen. Dann ist Pfingsten erfüllt am 21. Ja, habe ich was vergessen? Jemand hat eine blaue Brille verloren. Diese ist hier vorne an der Bühne abzuholen. Alle anderen Fundsachen sind dann an der Küche abzuholen. Aber die Brille ist hier, weil sie wahrscheinlich wertvoll ist, hier vorne abzuholen. Die Nelly sind beide auch gleich vorne im Foyer, einmal zum Signieren der Bücher und auch einzutragen für den Newsletter zur Erinnerung. Und nun darf ich noch den Segen Gottes zusprechen und bitte euch dazu aufzustehen. Gott, der Ewige, sagt zu dir, ich segne dich und stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Amen. Amen. Und jetzt kommt gut nach Hause und hoffentlich bis nächstes Jahr wieder. Tschüss.